Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer Runde Ghost Recon Wildlands, die Beta-Version. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Der Tote Agent. Kannten Sie ihn? Er war ein Freund von mir. Das tut mir sehr leid. So ist der Job eben, aber das macht es auch nicht leichter. Nein, stimmt. Sie sind wohl schon länger hier. Ich lebe als Karen Bowman. Die Entwicklungshelferin mittlerweile seit etwa 5 Jahren hier. Ist ein hartes Leben, aber undercover komme ich ganz gut klar. Wenigstens haben Sie ein Heli. Wie bist du ins Land gekommen? In der Business Class von meiner aus. Bin erholt und einsatzbereit. Ich kam per Anhalter von Barranco in Peru her. Was ist mit dir? Ich komme mit dem Bus aus Jujuy in Argentinien. Hab extra bis Riazón durchgesoffen. Wenn man mich erholen lässt auf der Fahrt. Das erklärt, warum du so stinkst. Scheiß gesehen zu den Menschen, wie ich sind, wenn sie nichts zu befürchten haben. Aber eins sage ich ihnen. Egal wie sehr sie sich abschotten, sich abhärten, auf den Menschen sind sie vorbereitet. Seine Religiosität ist geradezu wahnhaft. Er hat mir auf Geld oder Muschis im Geschäft ist, dann wegen Macht. Wir sind in der Taskforce aus CIA, DEA und JSA. Und ich bin Ihr Agent vor Ort. Willkommen zur Operation Kingslayer. Laut Briefing ist auch ein Haufen Einheimischer dabei. Die Kataris 26. Das ist eine Gruppe Rebellen, die sich gegen Unidad und Santa Blanca zur Wehr setzt. Gleich nach der Landung treffen wir den Anführer Pakatari. Bolivien hat schon lange einen Hammer von hier gießt, aber diesmal könnte der Feind des Feindes ein Freund sein. Seid vorsichtig. Ich werde auch sein. Vier Soldaten. Ist das etwa die Hilfe, die Sandoval versprochen hat? Ein toter Yankee? Und ihr schickt eine Handvoll Soldaten? Hunderte Bolivianer sterben durch Santa Blancas Kugeln. Wo soll ich hunderte Kämpfer hernehmen? Die Amerikaner sind gar nicht hier, klar? Diese Soldaten sind die beste Einheit, die unserem Land zur Verfügung steht. Diese vier werden unsere Armee sein. Kennen Sie das Wort Hybris, Senora Bowman? Pakatari. Anführer der Widerstandsgruppe Kataris 26. Wir arbeiten jetzt gemeinsam an der Zerstörung von Santa Blanca. Die Gruppe kämpft bereits seit 6 Jahren gegen Santa Blanca und Korruption. Wir werden uns absprechen. Dafür bleibt keine Zeit, denn wir wissen, wo Amaru ist. Amaru, Sie haben ihn. Amaru ist einer der Gründer von Kataris 26. Mehr als das, die Gruppe stützt sich auf seine Ideen. Und ohne seine Theorien über das Landproletariat gäbe es keinen Widerstand gegen Santa Blanca und die Korruption unserer Regierung. Er muss gerettet werden. Wenn Sie uns jetzt beistehen, werde ich Ihnen mein Vertrauen schenken. Wo ist er? Das wissen wir nicht sicher. Nur, dass er in dieser Provinz ist und dass es einen Santa Blanca-Leutnant gibt, der es genau weiß.
Ich werde die ISA anfragen. Vielleicht können Sie Informationen aus dem Funk abfangen. Suchen Sie diesen Leutnant und halten Sie mich über Satellit auf dem Laufenden. Gute Jagd. Die Rettung Amarus ist wichtig für unsere Sache. Bitte töten Sie den Santa Blanca-Leutnant nicht, bevor Sie ihn verhören können. Jetzt geht's rund, Leute. Setzt euer Pokerface auf. Ich kann nicht sagen, dass ich gern mit Pakatari und seinen Rebellen zusammenarbeite. Diese Ideologie führt doch nur zu noch mehr Toten. Was hältst du von der Operation, Nomad? Unterm Strich ist das ein Vergeltungseinsatz. Beeilen wir uns damit, bevor wir zwischen die lokale Politik und den Kugelhagel des Kartells geraten. Erstes Ziel, den Santa Blanca-Leutnant schnappen, damit wir Amaru finden können. Hua! Schnallen, Leute. Okay, ich bin drin. Bereit? Feuer, Feuer, Feuer! Okay. Wir haben sie aufgescheucht. Die Ziele sind verdammt rar hier. Verschrecken wir das Ziel nicht. Schalldämpfer drauf. Wir sind alarmiert. Ausschau halten nach dem Kartellleutnant. Er kennt Amarus Aufenthaltsort. Setze Drohne ein. Die wollen hier lang.
Tango getroffen. Feuer frei, Feuer frei. Das war's mit ihm. Geschafft, alle noch ganz? Wir haben Gesellschaft, bleibt wachsam. Verstanden. Geh in Position. Unterwegs. Gib Zeichen. Er ist getroffen. Locker bleiben, alles ist gut. Jo, zwei Kartellschützen. Da drüben, bei der Kiste mit den Funkgeräten. Da ist noch ein Tango. Das war knapp. Positionswechsel. Verstanden. Está bien, me rindo. Tango's markiert. Was jetzt? Entrego las armas. Pinche cabrón. Está bien, ganaron.
Hör zu, Arschloch. Du beantwortest meine Fragen oder ich schieß dir die verdammte Scheiße aus dem Bauch. Lo entiendes? Jetzt beruhig dich, Cabron. Was willst du? Amaru, wo finde ich ihn? Im Ernst? Darum geht's also? Na klar. Er ist auf der Adolio-Farm. Nur zu. Dann seht ihr, was mit Leuten geschieht, die sich mit uns anlegen. Leute wie euch. Beeilen wir uns, Leute. Amaru ist ein alter Mann. Der hält der Folter nicht lange stand. Shit, wenn die ihn schon länger in der Mangel haben, ist er wahrscheinlich tot. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Amaru ist eine große Nummer in der Rebellenbewegung. Das Kartell hält ihn am Leben, solange es... nicht weiß, was er weiß. Wir können kein Risiko eingehen. Es steht zu viel auf dem Spiel. Los geht's. Los. Das Kartell wartet nicht, bis wir Amaru aufgespürt und gerettet. Der Tango könnte dich sehen. Das ist ein Treffer. Diese Seite ist sauber. Wir lassen die Rebellen wissen, wo sie den Nachschub finden. Sie können uns später danken. Und löscht es vom Antlitz der Welt. Claro, al rato.